Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit Lotte Kompotti. Hallihallo. Mit Rinnachtschatten. Hallo. Dem Digi Gamer. Hallo. Einem hibbeligen, na wie heißt der Charakter? Drei Finger Joe. Moin denn. Wir dem Faktor bei. So, wir sollen mal kurz in Ramas Büro mit Arcane sprechen. Die müsste doch hier hinten sein. Ab geht's. Eule, du schaffst das. Du trägst mich. Das wird hoffentlich als Überstand. Arcane, stimmt's? Arcane. Detektiv Rama hat mir erlaubt, hier zu sein. In Ordnung, ja. Das ist total interessant. Ich werde mich durch eure Arcane wühlen. Dort hinten. Tobt euch ruhig aus. Jeder selber, ich warum? Werde euch nicht jeder im selber Auge blicken. Behalten. So, sucht nach relevanten Dokumenten. Dann gucken wir doch mal im Uhrzeigersinn. Nee, sitzen wir hier nicht. Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? Nee. Ist das das, doch, das haben wir schon letztes Mal gemacht. Nö, ich habe diese Dinger noch nicht gelesen gehabt. Da bin ich mir sicher. Ich, die hast du bestimmt einen anderen Charakter gemacht. Ja, stimmt. Misi-Beamte mit Luxon-Klausel und Tengu-Hintergrund. Das Öffentlichkeitsarbeitsteam des Ministeriums der Sicherheit sucht Freiwillige, die helfen möchten, für Misi als sicheren diversen Arbeitsplatz zu werben. Weitere Informationen wendet euch an Hey Ryung im Pressebüro. Dann, was haben wir hier? Und vergesst nicht, manche dieser Akten dürft ihr überhaupt nicht sehen. Vierteljährlicher Sicherheitsreport von Xingjie. Die Zahl der Gewaltverbrechen ist um 1730% gestiegen, da uns weiterhin die Anwesenheit tyrianischer Verbrecher vom Festland zu schaffen macht. Die Situation ist unter Kontrolle, aber Mr. Li hat im kaiserlichen Hof für das nächste Quartal ein um 15 Millionen Gold erhöhtes Budget beantragt. Dieser Antrag ist noch nicht genehmigt worden. Die Beschwerden über Fehlfunktionen bei Drachenjade-Produkten haben leicht zugenommen. In diesem Quartal wurden 17 gefährliche Zwischenfälle gemeldet. Was haben wir hier? Diese Akten sind so alt und langweilig. Was wollt ihr überhaupt mit denen? Dossier über Madame June. Überwachungsauftrag, designiert durch Minister Li Ha Wang. Madame June ist die Eigentümerin von Zunlei Jade, früher bekannt als Zunlei Gilde. Sie ist eine Blutsverwandte der derzeitigen Monarchin von Kanta, Kaiserin Yin. Sie, die geschätzten Vermögenswerte von Zunlei Jade aus allen Beteiligten Changjie, Neukaineng und Jademeer beantragen insgesamt 3 Milliarden Gold. Das Unternehmen war letztes Jahr Gegenstand von Ermittlungen aufgrund der illegalen Entsorgung schädlicher oder gefährlicher Materialien in Echowald. Doch der Fall wurde abgeschlossen, als Madame June sich mit dem kaiserlichen Hof über eine unbekannte Sohn einigte. Weder June noch Zunlei Jade wurde offiziell wegen der Straftat angeklagt. Jo, ne? Klingt alles normal. Macht ihr was Ekliges da hinten? Hinweis an alle Angestellten. Hiermit wird daran erinnert, dass sämtliche Bürozubehör der Qingjie Sicherheitsbehörde nach Gebrauch in gutem Zustand zurückgegeben werden muss, weil euch sonst eine Mahnung gewiss ist. Es gibt Regeln, Leute. Dann dahinten. Totenkopf auf Zahnrad, wie? Die Ätherklingen markieren wohl ihr Gebiet. Die Untersuchung der Aktivitäten ausländischer Piraten hat sich bisher auf die Insel Xingjie konzentriert. Wir haben ihr Versteck bisher nicht ausfindig machen können. Doch besorgte Bürger haben uns Fälle von verdächtiger Markierung gemeldet. Diese zeigen nach gleichlautenden Berichten ein Ritzel oder ein Totenschädel mit einem Schwert im Vordergrund. Das könnte den Verbrechern dieser Organisation als eine Form der Kommunikation dienen. Skizzen der Markierung wurden zur Analyse an das Geheimministerium geschickt. Ja, man kann auch noch das andere lesen. Hey, was haltet ihr von Minister Li? Totale Spaßbremse, habe ich recht. Bericht eingereicht von Detektiv Rama. Detektiv ist Aussagen von Zeugen nachgegangen, die in der östlichen Wildnis Personen gesehen haben wollen, sie verdächtigen Mitglieder der Puristen zu sein. Eine Gruppe, die durch die Sicherheitsbehörden von Neukaineng als potenziell gefährlich eingestuft wird. Der Bericht wurde vom Minister Liaung überprüft und aus den folgenden Gründen geschlossen. Ungenügende Beweise, Aktion nicht durchsetzbar. Hey, ich habe übrigens gerade da, wo ich jetzt stehe, irgendwas gelesen und habe einen Erfolg gekriegt.
Irgendwas. Wo, zeig mal. Na, da, wo ich stehe. Wo stehst du denn? Magst du dann kurz stehen bleiben? Da würde ich dann gleich hinkommen. Dossier Weißer Falke. Dieses hochrangige Mitglied der Puristenverbrecherbande operiert, soweit bekannt ist, aus der Stadt Neukenn heraus und war an mehreren Akten des inneren Terrorismus beteiligt. Er oder sie hat vermutlich Beziehungen zu einflussreichen Individuen in den katanischen Regierungen und Privatsektor. Aktueller Status ungelöst. Fallbeauftragter Hauptmann Minen Ostbezirk. So, wo du stehst. Genau da in dem Regal. Ja. Das ist ein ausländisches Buch von einem Autor aus eurem Land. Irgendwas, ich hab's nur wissen, gesehen. Ob ihr es empfehlen könnt. Blind von Liebes Eirfer von Snagel Goldklaue. Okay. Das lesen wir nicht, dieser Goldklaue. Die ist nicht wichtig. Jetzt können wir noch kurz mit ihr sprechen. Ich glaube, ich habe, was ich brauche. Danke für eure Hilfe, Arkane. Gut, dann verlassen wir mal das Büro. Tschüss. Hey, Kommandeur. Ihr solltet euch vermutlich bald zur Absturzstelle aufmachen. Gorik wird etwas rastlos. Unter uns gesagt, ich glaube, er nimmt sich die Sache mit Anka ziemlich zu Herzen. Immerhin hat sie sein Vertrauen missbraucht und ihn entführt. Umso mehr Grund für uns, sie aufzuspüren. Trotzdem hasse ich es, ihn so zu sehen. Dachte, ich ermutige ihn, etwas Dampf abzulassen. Höre ihm zu, wenn ihm nach Reden zumute ist. Über Anka jedenfalls. Seinen wissenschaftlichen Tiraden kann ich für mein Leben nicht folgen. Ihr seid eine gute Freundin, Jory. Wir werden dafür sorgen, dass sie bekommt, was sie verdient hat. Bis bald, ihr zwei. Okay, jetzt da hinten, ja, da können wir die Wegmarke zum Kloster verwenden. Flup. Und dann fliegen wir mal rüber. Sollte nicht weitermachen, sonst wird es noch geblockt. Und hier haben wir Marjorie. Dank unserer vielbeschäftigten Freunde im Ministerium der Sicherheit haben wir keine zusätzliche Hilfe. Doch ich bin sicher, das kriegen wir hin. Wir fangen an, hier vorne nachzuschauen. Kommandeur, warum nehmt ihr euch nicht das Wrack vor? Austauschen können wir uns später. Und wenn ich auch nur einen von diesen degenerierten Luftakrobaten rieche, dann zeige ich keine Gnade. Und das solltet ihr auch nicht tun, Kommandeur. Eintragskästen. Achso, okay. Eintragskästen, okay. Und zwar ist hier ein... Jetzt fliegt hier schon runter. Nee, wo bist du? Ich wollte euch was zeigen hier. Ja, bist du? Zwar, ihr seht diesen Wirbel, das ist so ein Minispiel mit Truhe. Wenn man reingeht, dann tauchen ist er weg. Solche hier, ja. So, jetzt, da muss man schnell genug hin und dann immer folgen. Man kann im Allgemeinen auch ohne Reittier folgen. Jetzt wisst ihr, wo das weitergeht. Einfach immer weiter folgen und am Ende ist hier eine Truhe in dem Fall. Okay, und ich glaube, ich muss noch mal von vorne. Ja. Einfach auf der Mauer entlang laufen. Zu langsam. Ich sehe überhaupt keinen Würfel. Zack. Ich würfel. Zack. Wirbel. Wirbel. So du Schwirbel. Drinne. Ja. Und das gibt es überall auf allen vier Karten. Und zwar in großer Zahl. Achso. Nicht und immer nur alle eine. Kisten am Ende. Ah, okay. Ministerin der Ungesehenen. Okay. Ja, und das sind alles Erfolge von diverser Art. Okay, gut zu wissen. Ja, schön. Sind aber sehr schlecht zu sehen, diese Wirbel. Die werde ich ganz sicherlich häufig übersehen. Aber jetzt, danach kann man jetzt den Rest hier runter mal. Moment, da unten. Sieht da noch aus hier? Trümmer der Ether-Klingen-Flaggschiffs. Ich bringe eure Zahnräder zu. Garnet hat also diesen Plan, sich mit der Intendantur zu verbünden, mich in den Kapitänsrat zu kriegen. Lose Sache. Ich
habe Sorge, für jemand anderen zu arbeiten. Befehlen folgen liegt mir nicht. Aber egal, die hat, was sie will, weiß, wie sie es bekommt. Keine Furcht, keine Zweifel. Er gibt Sinn. Wer die Welt in ihren Grundkräften erschüttern möchte, darf sich von herabstürzendem Geröll nicht abschrecken lassen. Ja. Solche Leute sind gleich sympathisch. Gibt es hier noch irgendwas? Oben ist irgendwas, oder? Gucken wir mal. Bam. In der dusseligen Höhle mit dem Beherrschungspunkt ist auch einer, der. Da bin ich neulich schon mal ganz schön rumgeflogen. Höhle mit Beherrschungspunkt sehe ich gerade gar nicht. Ja, neben, genau, neben dir, da wo ich gerade rauskomme. Ah, ja. Da. Portal ist offline, Gehäuse beschädigt. Uns fehlen etwa 100 Einzelteile und das sind nur wir. Andere Schiffe der Flotte sind genauso schlecht dran. Captain! Captain! Scarlet ist tot. Und der Kommandeur hat sie umgebracht, ich weiß, mir egal. Captain, reißt euch zusammen. Okay, das finde ich mir gar nicht so bewusst darüber, dass die Scarlet anscheinend Scarlet so gefolgt sind. Wir sitzen in den Nebeln in der Falle und sie brauchen eine Anführerin. Also, wirkt sie an. Ihr habt recht. Ruft die Besatzung zusammen. Wir fangen gleich damit an, das hier in Ordnung zu bringen. Okay. Das auch. So, dann. Ach, da unten im Wasser. Die fehlt mir noch, genau. Kann man weiterschwimmen, wenn die weiter sappeln? Oder sappeln die weiter, wenn man wegschwimmt? Ja, oder aber man kann es erst im nächsten starten, wenn die ausgesappelt haben. Okay, alles klar, da kann ich auch stehen bleiben. Ja. Was ihr sagt, ist doch, wir reisen durch Fraktale der Nebel, finden die Helden, die wir mal waren, und stehlen von ihnen. Das ist nicht möglich. Und selbst wenn, würden wir uns nicht einfach nur unsere eigene Vergangenheit versauen? Es sind Fraktale. Echt pure Potenzialität. Unsere eigene Vergangenheit ist sicher. Wir würden bloß die Alternativen ausloten. Fraktale sind von Natur aus instabil. Wir können nicht in den Nebeln herumgeistern, wo immer wir möchten, als sei es die Südlichtbucht. Wir müssten in dutzende Fraktale reisen. Stabile Fraktale. Hunderte für die richtigen Teile. Aber selbst dann könnte die Verwendung dieser Teile unabsehbare Folgen haben. Und das macht euch nichts aus, euch selbst hunderte Male bekämpfen, vielleicht sogar töten zu müssen? Ich frage euch nochmal, wie sonst sollen wir an die Teile kommen? Hey, Jory. Ich habe ein paar Aufnahmen gefunden, aber noch keine Hinweise. So viel Gesappel. Wer hätte gedacht, dass Piraten ja. so viel Drama hätten? Ich weiß, ist doch schön. Sucht einfach weiter. Ich glaube, wir haben da... Ja. Gorik, beruhigt euch. Ich werde euch zurückrufen. So. Beherrschungspunkt hast du, Sascha, hier links. Hier ist noch eine. Geht es euch allen gut? Hier. Kein Ton. Ein Schiff verloren. In der Höhle, wo du eine deiner Einträge. Aber das Schöne ist, du kniest jetzt ja, ne? Oder hältst du mit deiner Hand dahin? Danke dir. Was ist denn hier das andere Ding? Ich überprüfe das gerade. Wenn das da Elona ist und das da ist dann Kanta. So, 5 von 6. Ich hab jetzt 4 von 6. 4 von 6. Eigentlich. Im Wasser sind 2. Ja. 2! 2! Nicht 2! Also, lasst mich gefälligst von der Angel! Beruhigt euch alle miteinander.
Naja, und die anderen werden ja Gott sei Dank immer irgendwie angezeigt, oder? Wie gesagt, ich fand den Blöden eigentlich in der Höhle. Man muss halt das Gesappel immer abwarten. Ja, ja. Jetzt, du stehst davor, hast schon fünfmal F gedrückt oder zuhören oder was auch immer und der andere sabbelt noch. Ja. Und da unten ist es. Hä? Nee, überhaupt keine. Ich werde euch zerbrechen. Klopf sie weich. Spürt die Wut. Jetzt hatte ich doch da unten noch was gesehen. Irgendwo hatte ich gerade noch einen. Ja, du kriegst auch einen auf die Mütze. Zeit, echten Schaden anzurichten. Klopf sie mal. Wo ist jetzt? Da ist noch eine. Scheint jetzt aber nicht wirklich wegzugehen, wenn man. Oh, eine Truhe. Habt ihr die Truhe gesehen? Unter Wasser? Ja. Ja. Gesehen und sogar geöffnet. Ist das hier unter Wasser? Okay, da muss ich gucken, wie man da hinkommt. Den hatten wir. Hier hinten rum. Meine Güte. Nur, dass ihr es wisst. Ich zeichne diese Unterhaltung gerade auf. Für die Nachwelt. Und daraus wird hervorgehen, dass das, was erster Mat Anka andeutet, Ivan nicht gefällt. Und zwar nicht im geringsten. Nur die Ruhe, Maulwurfsgesicht. Knuti, Knuti! Selbst ein kriecherischer Speichel. Also, auch bei dem unteren, das sind drei. Muss doch bemerkt haben, wie viel Zeit der Kapitän bei den Kantanern verbringt. Sie. Wie sagt man das? Sie sondiert die Lage vor Ort. Die Mannschaft wird unruhig. Wir sollten die Einheimischen ausrauben. Ich mag es kaum sagen, aber wir sind doch Piraten. Stattdessen verstecken wir uns in diesen Ruinen, umgeben von nichts als Salzwasser und hungrigen Aufgestandenen. Wir verstecken uns nicht, wir arbeiten uns... Oh, da ist ein Big Boss drin in der Höhle. Ihr wollt doch nicht die technologisch am weitesten entwickelte Zivilisation von Tyria plündern, ohne einen Plan zu haben. Okay, den lasse ich. Tschüss. Der Captain hat eine Kontaktperson in Kanta. Das ist unsere Gelegenheit. Wir erledigen ein paar Jobs für diesen Kantaner. Oh, der macht aber Aua. Ja, dann warte halt kurz. Okay. Was ist noch da oben? Okay, hier. Da oben ist er drin? Ja. Der kommt gerade runter. Ja, ach, das ist eine Liebe. Er macht trotzdem ganz schön Aua. Die machen ja alle ganz gut Aua, das kann ich schon mal sagen. Eine Kontaktperson. Oh. Oh, fuck. Wo ist er hin? Ah, hier ist. Erklärt mir das nochmal. Sie braucht eine Art Drachenexperte. Ihr steht jede nur mögliche Ressource in ganz Kanta zur Verfügung. Warum müssen wir einen Drachenexperten für sie suchen? Offensichtlich sind die knapp. Also sollen wir einen für sie importieren. Drachenexperte. Die war unten, ne? Die Kontaktperson, ne? Ja. Ja. Quasi genau vor mir. Was? Ich kenne einen.
Denkt ihr, er wäre gewillt zu kommen? Keine Frage. Ich weiß genau, was er hören will. Kommandeur, ich brauche euch sofort. Wir könnten unseren Hinweis gerade gefunden haben. Überlasst das mir. Hey, habt ihr eine Ahnung, wie lange es gedauert hat, das Ding zu finden? Okay. Das ist ein Tipp von optionaler Einträge. 0 von 2. Glaubt ihr etwa, ich habe Angst vor euch? Einem kleinen Rattending mit spitzen Händen? Ach, hallo, Kommandeur. Sagt, habt ihr die Freunde dieses edlen Herrn nicht vor ein paar Tagen zu Brei geschlagen? Ja. Sieht aus, als hätte ich einen vergessen. Wir fanden ihn hier draußen herumwandern. Anscheinend hat er das hier zusammengesetzt. Ich erinnere mich, dass Blish ähnliche Komponenten bei seiner Portalforschung verwendete. Scheint ein Werkzeug zur Durchquerung der Nebel zu sein. Wäre sehr schade, wenn wir es von einem malerischen Ausguck fallen ließen. Wie ich höre, sind die Nebel zu dieser Jahreszeit besonders herrlich. Vorsicht damit! Wir brauchen... Na schön, was wollt ihr? Macht es kurz. Anka bezeugte ein professionelles Interesse an Altdrachenforschung. Genauer gesagt an Oreen. Würdet ihr dazu gern etwas sagen? Da fragt ihr den Falschen. Anka macht das Drachenzeugs. Und vielleicht Maitrin? Wer weiß das noch? Klingt ein bisschen unsicher. Weil es egal ich machen, ist, da Manieren beibringen, es ist Besseres ne? im Anmarsch. Große Pläne. Die Jadewinde drehen sich. Erzählt ihr mir von diesen großen Plänen, luftiger Unhold? Ey, Sascha, wartet doch auf uns. Recht zu meinem Partner und neben dem Thema. Kommandeur, würdet ihr diesem Trottel bitte ein paar Manieren beibringen? Ach, mal, wieso? Wir fragen ihn gleich. Ich würde noch die beiden optionalen Einträge holen wollen. Die sind auf dem Schiff oder um. Hä, welche Einträge? Einer, hier unten ist nochmal ein Kreis. Ja, und dann oben an der oben Treppe hoch beim Schiff. Da sind noch welche. Ich muss mir dieses Gewehr nur 2 Sekunden lang anschauen, um zu wissen. Ach, meinst du einen grünen Kreis oder wie? Ja, genau. Achso, okay. Ich weiß, dass das Ding hier nicht zurecht will, weil ich nichts erschießen kann. Das ist offensichtlich. Daher meine Frage, könnt ihr es richten? Kann sein. Hängt davon ab. Renjak, wir müssen es nicht mühsam machen. Die anderen nicht. Okay. So, da ist nur noch eine Truhe, habe ich gesehen. Keine Ahnung. Ja, aber eine Pechtruhe, kannst du die schon öffnen? Nee. Muss er erst die Ademotten füllen. Also, vorher geht's nicht. Ich kann sie nicht schon da in genau diesem Moment. So, wo sollen wir jetzt hin? Moment. Nochmal hier mit Matri gesappelt. Ja. Zeit, echten Schaden anzurichten. Bin durch. Jetzt knurren die alle nur noch. Na, jetzt müssen wir doch dann zu. Aurin in die. Moment, ich bin ja auch nicht so weit. Oh, was? Oh. Hast du alle Optionen schon gefunden gehabt? Ja. Meine Kreise sind weg, ja, ja. Ich bin nicht. Ich hab noch. Ich mach mal das Event so lange mit ein bisschen Eck schon mal sammeln, ne? Schadet alles nicht. Jo. Das kostet ja sowieso ohne Ende. Jetzt können wir hier mal kurz. Da ist es. Ich werde ihn wiedersehen. Ich habe Gorik einmal gehasst. Ich mochte nicht, wie ihm alles egal zu sein schien. Ach, Officer Rotz ist ja auch ein Scheißname, oder? Fühle ich gar nichts mehr. Ich sitze auf diesen zerbröckelnden Ruinen in der Elk. Eine Schwarzlöwentruhe. Sehe hinaus in den leeren Raum. Wir sind wie Ameisen. Wir krabbeln durchs Leben, bis wir sterben. Und nachher bleibt nichts übrig als Knochen und Geröll. Die Sterne, die Götter, die Drachen
Unsere Leben sind nur ein Rundungsfehler auf der Skala ihrer Existenz. Verdammt nochmal. Ich will aber kein Rundungsfehler sein. Gott, ist die Anka-Depri. Wir sind nur Rundungsfehler. Ich lebe so kurz. Ich bin Eintagsfliege. Genau. Was? Was macht jetzt? Mit uns? Ihr wisst doch, wer ich bin. Nee, hier ist noch ein Big Boss. Schon gut. Keine Ahnung, was geplant ist. Hab nur gehört, wie ein paar Obere es erwähnt haben. Schaut mal, ich repariere Dinge. Alter. Mach der Kompöse sauber. Erledige vielleicht ein paar Sachen. Mir sagt keiner was. Ihr Götter, wir verprügeln den Wartungstypen? Das hilft uns auch nicht weiter. Lasst ihn gehen. Könnt ihr es mir einfach wiedergeben? Ja! Gorik! Verdammt nochmal! Warum habt ihr das getan, kleiner Streber? Ist anscheinend in diesen spitzen Händen stecken geblieben. Ich könnte es wahrscheinlich ganz leicht reparieren, aber ich habe Arbeit zu erledigen. Oh. Party. Kommandeur, ich bin in Orins Höhle. Ihr müsst rüberkommen. Unbedingt auf der Stelle. Ich bin schon unterwegs. Break in. Jetzt komme ich auch zu euch. Der ist da oben auf dem Schiff. Ja. Alter. Also uns fehlt in der Gruppe ein guten Monk. Heiler. Gibt's ja gar nicht. Au. Die Stärke des Mordes. Doch nicht tot. Doch schon zwei. Etwas. Ich will euch zerbrechen. Klopf sie weich. Dahin sichten soll ich. TT! Also, wenn ich mit dem Langbogen 4 da beim Zitz. Da geht gar nichts weg. Oh. Gebrochen. Nee, nicht ganz. Nicht ganz, steigt schon wieder, ja. Läuft aber auch viel Krückzeug nebenbei noch rum. Auf sie! Stehe noch gerade so. Zu Staub zerbröselt. Läuft bei uns. No. Geht doch. So jetzt sollen wir zu optionale Pause machen. Stimmt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Tschüss.